So, guten Abend, herzlich willkommen zu der heutigen Lecture and Film in unserer Reihe zu Vera Chytilova. Mein Name ist Vinzenz Hediger, ich erfülle hier eine Doppelrolle. Ich bin zugleich auch Björn Schmidt, der Gastgeber hier im Hause, der zuständige Kurator für die Reihe Lecture and Film, der heute abwesend ist aus Gründen, die Sie sich ungefähr ausmalen können. Es geht ihm aber gut und er wird bald wieder aktiv sein. Und so fällt mir die Ehre zu, Sie auch im Namen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu begrüßen, bevor ich Sie nun auch im Namen der Goethe-Universität begrüße, in meiner Rolle als Mitkurator der Reihe. Unser heutiger Gast ist Natascha Drubeck-Meyer, die am Peter-Zondi-Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft der Freien Universität Berlin lehrt. Sie ist eine der großen Spezialistinnen im deutschsprachigen Raum für mittel- und osteuropäisches Kino, tschechisches Kino ebenso wie russisches, man ist versucht zu sagen, alle Epochen. Und sie ist die Autorin von mehreren Büchern und die Herausgeberin der Online-Zeitschrift Apparatus, die sich eben mit Mediengeschichte und Stilgeschichte des mittel- und osteuropäischen Kinos zentral beschäftigt und die inhaltlich aber auch, was die Art und Weise, wie die Zeitschrift herausgegeben ist, ein Modell ist dafür, wie filmwissenschaftliches Publizieren heutzutage funktionieren kann. Und ich übergebe gleich das Podium. Natascha Drubeck-Meyer, bitte sehr. Vielen Dank. Ich freue mich natürlich am meisten über den letzten Satz. Als Herausgeberin einer Zeitschrift ist das immer das Allerwichtigste, was man sozusagen in seinem Herzen trägt. Apparatus ist tatsächlich mein Baby. Es ist jetzt 6 Jahre alt, schon ein Kleinkind. Ja, Sie finden, das ist es im Open Access, kann man das gut finden im Internet. Apparatusjournal.net. Dieser Film ist aus dem Jahr 1988. Sie wissen, die große politische Wende, auch für die Tschechoslowakei war das Jahr 89. Das bedeutet, es ist wirklich sozusagen am Rande der sozialistischen Phase der Tschechoslowakei, wo dieser Film spielt. Er spielt auch am Rand der Republik. Ich werde darauf noch eingehen. Das ist ganz interessant, weil die Location also hier doch eine wichtige Rolle spielt. Der Arbeitstitel des Films lautete Geometrische Reihe. Fand ich ganz interessant, ist als Möglichkeit vielleicht sogar besser als der Titel, der dann gewählt wurde und der so schwer zu übersetzen ist, dass sogar hier das Kino einfach den tschechischen Titel gelassen hat, Kopitem sem, Kopitem tam, was so viel heißt wörtlich mit einem Huf in die eine und dann in die andere Richtung, nicht sehr viel mehr. Allerdings ist es schwer zu übersetzen. Dieser endgültige Titel wurde in Anlehnung an ein Nonsense-Gedicht mit der gleichen Bezeichnung des Theaters Sklep gewählt. Im Film wird dieses Gedicht gesungen, Sie werden es dann erkennen, vermutlich. Das tschechische Wort Sklep bedeutet Keller und bezieht sich auf eine Prager Kellerbühne, die 1971 von den damals 14-jährigen Schülern Milan Steindler und David Wawra gegründet wurde, die Sie auch im Film sehen werden. Insgesamt ist es so, dass diese inoffizielle Bühne, die also bis in die 80er Jahre sozusagen durchaus
existiert und geblüht hat. Jetzt nicht mehr so, aber sozusagen in dieser Situation der politischen Stagnation war das also eine sehr beliebte Theaterbühne. Diese Bühne stellte auch die inzwischen, also 1988, zu Männern herangewachsenen Schauspieler, die den ziemlich großen heimischen Erfolg des Films sicherten. Inwieweit der Film erfolgreich war im Ausland, konnte ich nicht herausfinden. Wenn jemand etwas dazu weiß, würde mich das durchaus interessieren. Er wurde aber in den Wettbewerb um den Auslands-Oscar geschickt. Natürlich, also nicht natürlich, aber ohne Erfolg. Auf den überwiegend als Inside-Jokes zu bezeichnenden Repliken der Schauspieler beruhen zahlreiche der Dialoge dieses Films. Ich vermute auch, dass einige der Zuschauer in den 80er Jahren die Dialoge wiedererkannt haben im Kino. Das können Sie jetzt vermutlich nicht nachvollziehen, es sei denn, es sind ältere Herrschaften unter Ihnen, die in der Tschechoslowakei gelebt haben damals. Insgesamt erscheint die Dialogarbeit und überhaupt auch also sozusagen die Schauspielerei von der Sklep, also einer Kellerästhetik, inspiriert. Und es scheint, dass die Regisseurin Chytilova hier auch nicht eingriff, sondern die Laienschauspieler improvisieren ließ. Der Film, wie ich schon angedeutet habe, spielt nicht in Prag, wo das Theater sich befindet, sondern in Westböhmen, genauer gesagt in Karlsbad. Und mich würde das jetzt interessieren, wer von Ihnen schon mal dort war. Ich meine, ja, eine Person, zwei, drei. Vielen Dank. Ich meine mit Karlsbad den Kurort Karlovy Vary, so heißt er jetzt, in Westböhmen, wo jeden Sommer ein A-Festival stattfindet, ein A-Film-Festival, was sich dadurch auszeichnet, dass es vor allem bei osteuropäischen Filmemachern und Produzenten und Produzentinnen beziehungsweise auch Gästen aus den USA und Großbritannien beliebt ist. Das Erstere ist historisch bedingt, denn Karlsbad, beziehungsweise dann schon Karlovy Vary, war die Vitrine osteuropäischer Filmkunst zur Zeit des Kalten Kriegs, und zwar ab 1948. Karlsbad musste zu der Zeit, ein bisschen später, einige Jahre später, musste diese Rolle dann irgendwann mit Moskau sich teilen. Und zwar wurde sozusagen immer ein Jahr in Moskau Filmfestival abgehalten mit bestimmten wichtigsten Filmen aus dem Ostblock und dann wieder in Karlovy Vary. Interessanterweise wurde dieser Film, den Sie heute sehen, auch nach Moskau geschickt. Und wenn Sie jetzt vielleicht sich erinnern an die späten 80er Jahre, dann wissen Sie auch, was 88 bedeutet. Da gab es nämlich in der Sowjetunion schon die Perestroika und Gorbatschow. Und das war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung, und das kann ich Ihnen auch wieder aus eigener Erfahrung sagen, nicht angekommen war in der Tschechoslowakei. Ich war nämlich selber dort. Man merkte nichts. Es war einfach die gleiche Atmosphäre wie auch zuvor in den früheren 80er Jahren. Also eine Atmosphäre der Stagnation. Vor allem also nach der sogenannten Normalisierung der Gesellschaft nach der Invasion der Warschauer Pakt Panzer im August 68. Ähm,
Auch wenn das Carlo Vivari Festival in diesem winterlichen Film, das werden Sie auch gleich sehen, er spielt nämlich im Schnee, größtenteils nicht vorkommt, möchte ich doch erwähnen, dass Karlsbad eng mit Film und Kino verbunden ist. Genau eben in dieser Zeit der Normalisierung wurde einer der größten Kinosäle der mitteleuropäischen Region errichtet, und zwar mit 1148 Plätzen im Hotel Thermal. Im Vergleich dazu hatte die historische Halle 1 des Berliner Zoopalasts 1070 Plätze. Heute zählt der größte Berliner Saal, wenn ich mich nicht täusche, nicht mal 800 Sitze. Dieses Hotel Thermal zeichnet sich durch Funktionalität und Modernität aus. Es kommt aber im Film, wenn ich mich nicht täusche, auch nicht vor. Es kommt ein anderes Hotel vor, und das in diesem Hotel finden auch einige der absurdesten Szenen statt, und zwar das altehrwürdige Hotel Pupp, ein Luxushotel, bis heute noch, also in der sozialistischen Zeit hieß es, wenn ich mich nicht täusche, Moskwa. Das Hotel Pupp jetzt wieder, also ein Ort, an dem die Stars absteigen, wenn sie in die tschechische Stadt kommen zum Filmfestival. So etwa 2021, letztes Jahr zum Beispiel Johnny Depp, der also die Straßen von Carlo Vivari mit Menschen füllte, und zum Beispiel auch Ethan Hawke, der dort einen fantastischen Talk gab, bei dem ich auch dabei war. In Chytilovas Film wird im Hotel Pupp die Schauspielerin Chantal Poulain entkleidet und erleidet eine kleine Wunde. Sie blutet am Rücken, und wie auch in anderen Fällen im Film wird das Blut oral aufgesaugt. Eine seltsame Kurprozedur. Wir müssen mal sehen, wie es sich um die Kur und das Ritual verhält in Carlo Vivari. Ich möchte vielleicht zuletzt noch zu dieser Stadt sagen, dass im Juli 21 diese Stadt Bestandteil des westböhmischen Bäderdreiecks, Vertreterin der Great Spas of Europe, für die Weltkulturerbeliste der UNESCO nominiert wurde. Viel Kurort-Atmosphäre werden Sie im Film nicht finden. Ich habe mich gefragt, warum der Film wohl in Carlo Vivari gedreht wurde. Einer der banalen Gründe für die Wahl der Location war wohl, dass der Co-Drehbuchautor, der Absolvent der Filmhochschule FAMU in Prag, namens Pavel Škapík, an diesem Ort geboren ist, 1961. Dieser Škapík hat aber, glaube ich, zu dem Film nicht besonders entscheidend beigetragen, beziehungsweise vielleicht zu diesem Film, aber nicht zur tschechoslowakischen Filmgeschichte. Er hat nämlich nur ein einziges weiteres Drehbuch geschrieben. Der Film hat Kultstatus in Tschechien bis heute. Ich möchte daher Ihnen eine Rezension, die ich übersetzt habe, aus dem Tschechischen vorlesen. Sie stammt vom letzten Oktober, das heißt, ist relativ frisch und findet sich auf der tschechoslowakischen Filmdatenbank, CSFD, die sehr interessante Rezensionen enthält, die alle unter Pseudonym veröffentlicht werden, sodass wir nie wissen, wer eigentlich wirklich, oder ich weiß es nicht, wer wirklich dahinter steht. Oft sind es auch sozusagen echte Filmkritiker. Ja, also die Figur hier heißt Toppi, und ich zitiere. Dieser Film wäre normalerweise zu 100% im Tresor gelandet, aber es wäre nicht Vera Chytilová gewesen, die mit ihrer Beharrlichkeit und ihrem ständigen Geschrei die Zensur von Barrandov nicht gebrochen hätte. Im Tresor, verstehen Sie, was es heißt. Ne? Also es bedeutet sozusagen nicht in die Distribution gekommen.
Auch hier handelt es sich um eine klassische, bissige Satire, die sich allmählich von einer Komödie in ein schwergewichtiges Drama verwandelt. Das liegt auch an der verstörenden Musik von Jiří Chlumecký und Jiří Veselý. Aber man sieht, dass die Bolschewiken langsam aber sicher müde wurden. Und deshalb gibt es in dem Film einige regimefeindliche Provokationen und andere verrückte Szenen. So sagt eine Figur, was kann man in diesem korrupten Dschungel sonst tun, als rumzumachen? Das war in meiner Ankündigung ohne Anführungszeichen, aber das war ein Zitat einer der Figuren. Das Thema selbst berührt den Hedonismus der Hauptfiguren und die damals noch wenig bekannte tödliche Krankheit. Immer noch Zitat. Die Art und Weise, wie Chytilová das Thema gefilmt hat, ist großartig. Sie lud die Sklep-Darsteller Tomáš Hanák, Milan Steindler und David Vávra ein, mit ihr zusammenzuarbeiten, was sich als hervorragender Schachzug erwies, denn der Humor der Sklep-Leute bereicherte den Film erheblich. Věra Chytilová besetzte auch ihre Tochter Teresa Kutscherová in einer der weiblichen Hauptrollen. Und das werden Sie gleich sehen, das ist die erste Person, die Sie im Film sehen. Die Filme von Věra Chytilová waren konkurrenzlos und werden es auch bleiben. Toppi. Es ist tatsächlich also so, der reife Sozialismus in der Slowakei bei Chytilová zeigt sich vor allem darin, dass es keinen Sinn macht zu arbeiten und dass die drei Männer, die sozusagen da die Hauptrollen spielen, nichts anderes zu tun haben, als sich sexuell mit allen Frauen zu verbinden, die sich in der Nähe und vor allem auf dem Arbeitsplatz aufhalten. Die einzige Ausnahme, wo Sex nicht auf Arbeit passiert, ist der Skiausflug, wo der schöne Isidor auf ein blondes Dummchen, so wird sie dargestellt, auf Skiern trifft. Sex wird hier zum Selbstzweck, scheint es, und dadurch hat man manchmal den Eindruck, dass Chytilová laut über die Gattung des Softpornos nachdenkt. Jan Čulík, den Sie hier auch hatten, schrieb über diese Phase nach 68 insgesamt, also zwischen 68 und 88. Ich sage das jetzt auf Englisch. During this period, Chytilová's filmmaking was marred by continuous censorship at all levels, also Zensur auf allen Ebenen. Und wichtig, she was no able to work with Krumbachová. Damit ist gemeint Esther Krumbach oder Esther Krumbachová, ihre, muss man wirklich sagen, Mitschöpferin. In the 70s, Chytilová divorced her second husband, the cinematographer Jaromír Kučera. The times of the brilliantly creative cooperation of Chytilová, Krumbachová and Kučera were over. Und das ist ganz interessant, da würde ich also voll zustimmen. Meiner Ansicht nach war nämlich die Regisseurin Chytilová ohne Esther Krumbachová nur halb so gut. Es ist nicht nur, dass wir sozusagen die 60er Jahre haben und diese Nouvelle Vague in der Tschechoslowakei, sondern da ist noch was anderes. Es ist einfach diese surrealistische Ästhetik von Krumbachová ist einfach sozusagen in irgendeiner Weise, ist vielleicht verwässert, aber sie ist immer noch zu finden. Und für mich ist jetzt sozusagen, das war wirklich eine Erkenntnis, als ich mich durch diese Filme so ein bisschen durchgeguckt habe, dass eben also Chytilová ohne Krumbach war eigentlich gar nicht die Chytilová ist, die wir kennen und die wir lieben. Der Halbzeitwert ihrer Filme ohne Krumbachová ist also um einiges geringer. Der Film ist sehr, sehr 80s, ein Kind seiner Zeit. Ein weiterer Rezensent auf der gleichen Seite schreibt, die ungepflegte Regie und die neurotische Kameraführung kann den Zuschauer manchmal dazu verleiten, zu glauben, dass er einen halbdokumentarischen Film sieht. Und das ist ganz interessant, denn tatsächlich verbindet sich hier so, Cinema Verité auf eigenartige Weise mit einer eher verbal basierten Theaterästhetik. Auf der einen Seite stimmt es, was der Rezensent sagt, Nacktheiten, Peinliches und saufende Männer, auf Englisch nennt man das einen Film über Ladies, eigentlich abstoßend, doch damit rechnet die Regisseurin und auch mit unserer Reaktion.
Denn ich habe gemerkt, auf der anderen Seite blieb mir der Film dann doch lange im Gedächtnis und forderte mich immer wieder zum Nachdenken auf. Nicht nur, weil ich jetzt hier darüber sprechen muss, sondern da war irgendwas, was sich festgehakt hat in mir. Als ich den Film angefangen habe, mir anzusehen, ärgerte ich mich zunächst einmal über die Darstellung der Frauen im Film. Doch das blonde Dummchen, was ich erwähnt habe, sie säuselt übrigens wie die Maries in Sedmigraski, Tausend Schönchen, also hier ist so ein bisschen so eine Selbstintertextualität. Dieses Dummchen ist am Schluss angesichts der drohenden Apokalypse die erste, die sich wie ein Mensch verhält. Und die anderen Frauen tun es ihr nach. Die Männer wiederum verhalten sich eher wie Schweine oder Tiere mit Hörnern, wie in der Nikolaus-Szene vorgeführt wird. Das muss man auch noch mal vielleicht ganz kurz erklären. Da gibt es eine Szene im Krankenhaus, wo die Figuren in Verkleidung auftauchen. Und das ist der sozusagen am 6. Dezember, so wie bei uns auch Nikolaustag. Aber dort ist es so wie in Wien mit dem Krampus und so weiter. Und da wird dann auch ziemlich viel getrunken. Und Sie sehen das dann. Also das ist Nikolaus auf Tschechoslowakisch. Mit eben also so karnevalistischer Schweinsmotivik und Hörnern und so weiter. Also so Saturnalia eigentlich eher, ja. Ja, insgesamt findet man in dem Film, und das fand ich dann doch wieder ziemlich bemerkenswert, die Ästhetik des Theaters und nicht des Kinos. Und es ging der Regisseurin hier offensichtlich um einen performativen Eingriff in die tschechische Gesellschaft. Also warten Sie bitte auf jeden Fall das Ende ab, denn in einer Tragödie geht es immer um die Wirkung auf den Zuschauer, hier auch die Wirkung des egozentrischen, kaum ertragbaren Hedonismus. Und wenn es einer Filmtragödie gelingt, Jammer, Eleos und Schaudern, Phobos hervorzurufen, kann sie durchaus eine reinigende Wirkung haben. Und das brauchen wir in Zeiten von Epidemien und Pandemien. Danke. Okay. Genau. Fängt als Komödie an und als Satire und endet dann ziemlich anders. Ich habe mich gerade zu orientieren versucht in der AIDS-Filmografie ein wenig und habe den Eindruck, dass das ein ziemlich früher Film ist für das Thema. Und vor allem einer der ersten, der das eben mit heterosexueller Promiskuität in Verbindung bringt. Zu dem Zeitpunkt ist das in den USA immer noch die Schwulenpest, um es mal so zu formulieren. Es wird weitgehend verleugnet bestritten. 1985 wird bekannt, dass Rock Hudson an AIDS gestorben ist. Die große Enthüllung und Entdeckung war da natürlich, dass Rock Hudson ein Leben als homosexueller Mann gelebt hatte. Und dann, als der erste große Hollywood-Film kommt, 1993, Philadelphia, geht es immer noch prioritär um Homosexualität. Also in diesem Sinne kann man sagen, das ist schon, wenn man den Film jetzt in den Kontext einer weltweiten AIDS-Filmografie stellt, ziemlich auffällig und interessant, dass der so früh kommt. Und gleichzeitig, wenn man ihn im Gesamtwerk von Kitschilova anschaut, ist es auch interessant, dass er in gewisser Weise auch ein Replay von Ein bisschen schwanger ist, also dem Film, der 10 Jahre früher gemacht wird, wo Jerzy Menzel einen Arzt spielt, angesiedelt in einer Geburtsstation, wo eigentlich dieselbe Art von Vermischung von beruflichen Beziehungen und sexuellen Beziehungen zu beobachten ist, aber hier eben auch mit diesem Twist und der Krankheit, die dann plötzlich auftaucht.
Ja, wie ist das auch zu verstehen, dass der Film unter, sagen wir jetzt mal, so früh das so deutlich anspricht? Also ich habe mich etwas gewundert auch eigentlich. Ich habe auch den Film, als ich ihn also auf YouTube vorab angesehen habe, ich habe sozusagen, ich habe wirklich den Spoiler nicht gehabt und war dann schon auch richtig schockiert. Also man merkt, ich habe auch versucht, das nicht zu erwähnen, falls jemand eben, ja, ich wollte es nicht eigentlich, ja, weil man denkt, es geht um was anderes. Also es geht, man denkt, es geht um Beziehungen und so weiter. Und es geht dann am Schluss eigentlich doch sehr stark um Blut. Also als Thema, das ist mir auch nochmal. Also beim neuen Sehen ist es, also nochmaligen Sehen ist mir das jetzt doch sehr aufgefallen, dass das überall ist, nicht nur in diesen Vampirfilmen, sondern insgesamt Blut. Und ich erinnere mich auch selber daran, dass die damals sehr stark also diese Vorstellung von AIDS mit Blut verbunden war Ja, klar. und nicht mit Sexualität, also in Deutschland. Jetzt, wie es in der Tschechoslowakei war, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das nicht, also dass der Film tatsächlich also große Bestürzung hervorgerufen hat, obwohl die Regierung über AIDS berichtet hatte. Also es wurde aufgeklärt schon ein paar Jahre vorher, aber Sie kennen das vielleicht. Man sagt das oft immer über die Sowjetunion und es war dann ähnlich eben in vielen Ostblockstaaten, dass die Bürger ihrer Regierung nicht geglaubt haben oft und meinten, ja, das ist wieder so eine Geschichte, wo es heißt, also im Westen sterben jetzt die Leute alle an, also entweder Geschlechtskrankheiten oder durch Geschlechtsverkehr übertragbare. Also offensichtlich hat man das nicht ernst genommen. Und deswegen war eigentlich dieser Film eben so wichtig für diese Generation. Oder ja, also das ist schon eigentlich interessant, aber ich muss sagen, ich habe damals davon auch von dem Film also nichts. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob der irgendwie in den Verleih kam. Die Titel haben wir ja gesehen. Da übrigens, ich wusste das nicht, bis wir jetzt die Kopie gesehen haben, dass tatsächlich unten stand, geometrische Reihe. Ja, das ist doch ganz interessant. Vielleicht war das dann doch der offizielle Verleihtitel. Ja, also das ist sozusagen, da habe ich jetzt nicht weiter geforscht, aber auf jeden Fall denke ich mal, es ist natürlich auch so, dass die Homosexualität ein bisschen am Anfang vorkommt in dem Ganz Hotel, peripher, ja. ist mir am Anfang auch nicht aufgefallen. Und dann noch, also es gibt ja diesen Mann mit den längeren Haaren und auch der Kellner, also es gibt so auch sogar sozusagen diese Anspielung auf Prostitution von Touristen mit Minderjährigen. Also das, was durchaus am Prager Hauptbahnhof zum Beispiel passiert ist, also, ne, also in dem Sinne wurde das doch von ihr auch angekratzt. Ganz interessant, ja. Genau, also man kann das schon als eine Erzählung darüber lesen, wie das Virus in der Tschechoslowakei angekommen ist. Also kann den Film so lesen, dass er die Geschichte erzählt, dass das über homosexuelle Prostitution und Tourismus eingeschleppt wurde. Ja. Richtig. Ja, darüber hätte ich jetzt gar nicht. Dass du so weit, also das kann man als Narrativ tatsächlich richtig. Also habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Das wäre dann natürlich tatsächlich mit der amerikanischen Flagge, die dann da so rumläuft. Ne? Also das würde dann passen. Ist mir aber jetzt erst ist mir jetzt erst bewusst geworden. Und dann, also das wäre jetzt so ein Fall, wo man tatsächlich in die Archive gehen müsste und die Zensurakten anschauen, um herauszufinden, ob und inwiefern das mit dem offiziellen Narrativ übereinstimmte. Also diese Vorstellung, ich meine, das ist wahrscheinlich ja auch
effektive Genealogie von AIDS in der Tschechoslowakei gewesen, dass es über Touristen und über Prostitution das Virus in Umlauf kam. Aber gleichzeitig ist es natürlich paradoxerweise eine Erzählung, die wahrscheinlich mit der offiziellen gesundheitspolitischen Propaganda nicht im Konflikt stand, um es mal so zu sagen. Mutig auch. Also ja. wie gesagt, ich kenne es jetzt von der Sowjetunion, wo immer gesagt wurde, ja, das wurde halt eben ein Ausländerproblem. Ja. Aus dem Westen und naja, gut, was auch immer das heißt. Und man braucht auch, ich weiß nicht, ob jetzt, aber wenn man nach, zum Beispiel, ich glaube, wenn man nach Russland gehen will, um dort zu leben, braucht man auch, glaube ich, immer noch einen AIDS-Test oder zumindest vor einiger Zeit war das noch so. Und dann, also der Titel geometrische Reihe, wenn man darüber nachdenkt und dann den Film anschaut, dann stellt man fest, es gibt ja schon so ein paar Reihen. Also das Blutmotiv zum Beispiel, das dann durchgeht, bildet eine Reihe und die Tierfilme von den Löwen bis zur Kreuzspinne. Kenne mich nicht aus mit Spinnen, aber ich glaube, es ist eine Kreuzspinne. Vogelspinne. Gibt es, oder eine Vogelspinne. Ist eine Vogelspinne, genau. Jedenfalls, glauben Sie Blut vielleicht? Ich weiß es nicht. Kennt sich jemand aus? Weil ich habe diese... Also und der Vampirismus ist natürlich eine Reihe, die durchgeht durch den Film. Vogelspinnen sind keine Blutsauger. Weiß da jemand Bescheid? Ja, also man könnte es aber vielleicht denken, wo er so fasziniert ist davon. Einen Fehler habe ich übrigens gemacht, aber vielleicht erstmal mit den Reihen. Also es ist natürlich, das Serielle ist schon da, ja. Das Und dann also das Tierfilmmotiv, nicht? Also der Fernseher läuft ja eigentlich die ganze Zeit und es gibt immer wieder diese Einsprengsel und sie schauen sich diesen, der ja ein Teil der Inszenierung ist, diesen Vampirfilm auch im Fernsehen an. Es gibt Nachrichtensendungen, Wissenschaftssendungen, wenig Politisches, aber dafür ganz viele Tierfilme, die da immer mit reinspielen. Es gibt irgendwo einen geklauten Ausschnitt aus dem Trailer für The Birds. also eine Hitchcock-Referenz ist da drin, mit dem Vogel auch am Ende, der dieses Blutband hat, das eine Schlinge ist, oder das dann in eine Blutspur aufgelöst wird. Also der Film ist schon, wenn man es dann anschaut, er ist offensichtlich sehr stark improvisiert, das hast du ja auch gesagt, nicht? Also die hat diese Schauspieler auch von der Leine gelassen, um es mal so zu sagen, oder die Schauspieler haben vielleicht den Film in gewisser Weise auch ein bisschen gekapert. Aber am Ende, was wir dann hier sehen, das ist ja bei ihr immer so, ist schon sehr durchgearbeitet und sehr komponiert und sehr rhythmisiert. Aber du wolltest ja, ein bisschen zurücknehmen. Es zeigt wieder, wie das ist, wenn man was auf dem kleinen Bildschirm anschaut, dass er mir jetzt viel besser gefallen hat. Ja. Und ich habe auch natürlich mehr gesehen. Also es ist jetzt banal, aber so ist es. Ja, es ist einfach ein echtes Kinoerlebnis jetzt auch auch am Schluss mit den Kratzern. Das war richtig gut, wieder mal sowas zu sehen. Aber ich wollte einen Fehler noch korrigieren, weil ich gesagt habe, die Tochter von Chytilova sei die erste Person. Ja. Ist gar nicht wahr. Das ist die erste nackte Person. Ja, genau, es ist die erste nackte. Ja, es ist in der dritten Einstellung, also das ist halt die Jirjena. Hier wird sie als Ina bezeichnet, um das wahrscheinlich einfacher zu machen. Die mit den roten Haaren, das ist eben die Tochter von Vera Chytilova und dem Kameramann Jaroslav Kutschera. Kutschera, genau. Und also sie hat sie halt. Das Mikrofon ein bisschen höher halten. Sie hat sie halt also verwendet in diesem Film. Das muss man fast schon so sagen. Das finde ich schon sehr interessant, als Mutter die Tochter so auch jetzt in diese Rolle zu besetzen. Und das wusste ich auch nicht, bis ich dann auch drüber nachgelesen habe und fand das aber dann auch sehr interessant, weil das dann sozusagen diesen ein bisschen nicht non-fiktiv, also es ist halt weniger, dieses Fiktive wird dadurch auch
also es wird halt alles sozusagen stärker biografisch, aber nicht unbedingt in Bezug auf Kitilova, aber es ist dadurch dieses Element drin, dass da die Tochter der Regisseurin spielt. Also es ist auch eine Blutsverwandtschaft da. Also es finde ich schon auch sehr unheimlich an manchen Stellen. Ich meine, es gibt da einen Punkt noch. wenn wir über die geometrische Reihe nachdenken, am Ende geht es ja dann eben wirklich darum, alle Beziehungen nochmal durchzugehen und zu analysieren, wer jetzt mit wem geschlafen hat und wer wen möglicherweise angesteckt hat und so weiter. Und die Tochter von Kitilova haben wir ja in dieser Reihe schon einmal gesehen in Flights and Falls, dem Fernsehfilm über die Fotografen. Da kommt sie auch vor. Da geht es ja dann auch genau um diesen Familienverbund, um die Familiengeschichte und um die Lebensverhältnisse und die Beziehungen zwischen Fotografen und der Familie von Kitilova. Und das ist schon auch, wir haben auch schon darüber gesprochen, Prag ist eine große Stadt, aber so groß dann auch wieder nicht. Furchtbar klein. Genau, und die kennen sich alle und das ist eine totale Szene. Dieser künstlerische Untergrund und die Filme sind in gewisser Weise auch immer Familienfilme dieser Szene, bei denen es dann darum geht und in diesem Horizont wird das erzählt. Ich beginne jetzt mal mit dem Mikrofon rumzulaufen, mit dem dritten. Alles muss man selbst machen heute. Ja, also erstmal vielen Dank für den Film und auch die Lecture. Mich hat erstmal überrascht, dass der Film durch die Zensur ging, weil ja, wie häufig in ihren Filmen und auch im tschechischen Film, natürlich die Polizisten wieder lächerlich sind, der Chefideologe ist lächerlich, der Leistungssport ist lächerlich, das waren damals alles, also gerade der alpine Leistungssport ist lächerlich, das waren ja alles damals sehr wichtige Dinge in der CSSR. Ich muss aber sagen, dass bei ihrer Lecture sind mir gleich drei Begriffe aufgestoßen, Und es kam dann auch im Film eigentlich eine Widerlegung dessen, was Sie gesagt haben, in gewisser Hinsicht. Das eine war, dass Sie davon geredet haben, die Sexualität als Selbstzweck. Das klang bei Ihnen etwas seltsam. Ich frage mich immer, was soll das denn sonst sein? Das ist wie in der Kunst, das ist ein zweckloser Zweck. Ja? Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, Sie hatten sich gewundert, dass man das Blut aufsaugt. Und wie Heidegger schon angedeutet hat, ist ja das Thema des Vampirismus die ganze Zeit vorhanden. Und ich würde Sie verweisen auf solche Leute wie Hartmut Böhme, der über das Orale geschrieben hat und mit Bezug auf Bachtin und sein Rabelais-Buch auch das sehr schön klar macht, dass natürlich die Volkskultur ja, sich immer wieder auf sozusagen die Tabuzonen oder die Körpergrenzen einlässt. Das ist eine Gegenkultur zur Hochkultur. Das wird ja in dem ganzen ersten Teil des Films oder zwei Drittel des Films durchgegangen. Und diese Kultur ist, also auch die Kultur des Karnevals, das wissen Sie ja alles, ist ja eine Kultur, die sich auch sehr mit dem Tod beschäftigt. Ja? Also wir haben immer beide Ebenen, das Leben und des Todes. Und das, was eben gesagt worden ist, kommt ja im gewissen Film, in dem Film gar nicht vor. Also es gibt einmal eine Formulierung, wo der Bärtige sagt, AIDS unheilbar tödlich. Es stirbt nur keiner dran. Ja? Also, wir sehen, dass der eine vielleicht sterben wird, er ist sehr krank, aber er lebt ja noch. Und ich glaube, dass also sozusagen diese Lesart, die ich jetzt vorschlage, ist eben eine, die eigentlich ganz interessant ist, die Kitilova anbietet. Es ist eben nicht der klassische Diskurs, wie schon gesagt worden ist, über die Homosexualität oder der Diskurs, das unheilbare Tödliche, es ist das Ende. Sondern es ist ein anderer Umgang mit dem Ganzen. Es ist auch ganz seltsam, dass gegen Ende des Films ja so eine sehr bombastische Musik kommt. Also der Musikeinsatz im ganzen Film ist ja sehr, sehr interessant. Es gibt ja auch die Referenzen an 2001 sozusagen mit dem Strauss-Walzer. Das ist ja das Gegenteil zu dem, was Kubrick gemacht hat. Also sie macht ja kein Science-Fiction, sondern sie sagt, wir leben hier auf der Erde, wir haben hier unsere Probleme und all das, was in der Volkskultur wichtig ist, also sozusagen das Fressen, das Saugen, das Lutschen, all das, was im moralen Bereich stattfindet, ist natürlich zentrales Thema. Und auch dass im Theaterstück die Thematik Virus behandelt wird,
ist ja in sich schon lustig. Ja, es gibt auch eine Szene die auf dem Fernseher gezeigt wird. Das Fernsehen ist auch ständig anwesend. Und das Fernsehen wird ja verglichen mit seinen Propagandalügen im Vergleich zu dem, was das Theater macht, das ja die offensichtliche Lüge spielt, wo jeder weiß, dass es eine Abredung ist. Und die Tierfilme sind ja alles, die erste Tierfilmszene, die eingeführt wird, ist der Löwe, beziehungsweise auch die Zebras, die sich beißen. Auch das ist etwas Orales. Also es zieht sich durch den ganzen Film durch, das Aufsaugen und ganz deutlich dann natürlich auch zum Beispiel mit den technischen Hilfsmitteln der Spritze gegen Ende. Also ich glaube, es gibt auch ein Plakat, was mit übersetzt worden ist. Da stand drauf, Blut ist Leben. Dann wird gesagt irgendwann oder implizit, Blut ist der Tod. Aber diese ganze Thematik ist eigentlich eine, die durchgeht. Und das Schöne finde ich eigentlich, was sie nicht macht, ist, dass sie das sozusagen wissenschaftlich qualifiziert in irgendeiner Form, sondern dass sie es uns auch mit dieser bombastischen Musik nachher einhämmert, sozusagen, so ist das Leben. Ja? Wir müssen auch mit diesem Tod zurechtkommen. Es wird eben nicht auch moralisch diskreditiert eigentlich, was diese Leute machen, denn sie müssen ja die Anarchie leben gegen diesen sinnlosen Parteiapparat, gegen die Dekadenz, die herrscht. Ja? Oder sie müssen sie auch vollziehen. Und ich glaube, das ist etwas, was halt Volkskultur auch ausmacht, wenn ich es halt im Sinne von Bachtin oder von mir aus Hartmut Böhme interpretiere. Müssen Sie das? Nein, muss man nicht. Sie können das, Sie dürfen das, ja. Ich danke Ihnen für diese sozusagen Auslegung. Und ich denke auch, dass durchaus, dass man Bachtin hier anwenden kann. Das passt auch. Ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, wenn man es mit der Chytilova verbindet. Es ist nur so, tatsächlich in der tschechischen Kultur ist diese, das, was Sie alles gesagt haben, also das sozusagen das Trinken, das Rauchen und das Ficken, ja, das sind alles Sachen, die irgendwie, das ist aber eine Männerkultur. So. Und das ist das Interessante. Chytilova, ich muss auch sagen, als ich selber an der FAMU 2 Jahre lang hatte ich ein Marie Curie Fellowship und sie war damals noch da und sie erschien mir in einer Weise unnahbar und auch irgendwo, ich weiß nicht, sie war nicht eine Frau, die man hätte jetzt ansprechen können und sagen können, mit ihr über ihre Filme zum Beispiel diskutieren können. Deswegen ist sie auch ganz ähnlich wie so zum Beispiel die Muratova, ja, Kira Muratova. Also das sind Regisseurinnen, die haben uns da diese Filme gegeben und die sind sozusagen, die sind da. Und ich kann aber sozusagen, ich als weibliche jetzt vielleicht Filmzuschauerin und auch Filmkritikerin oder auch Filmwissenschaftlerin, ich finde das wahnsinnig schwierig, damit fertig zu werden, dass sie eigentlich in gewisser Weise diese männliche Welt mir sozusagen präsentiert. Aber deswegen habe ich, also ich habe wirklich auch damit kämpfen müssen bei dem Film und habe aber einen Weg gefunden. Das ist das, was ich gesagt habe, dass ich eigentlich den Eindruck hatte, dass es eben darum geht, diese männliche Welt dann doch umzukippen. Und das ist aber dann sozusagen nicht ein visuelles irgendwie, eine visuelle Botschaft, sondern es ist eben dieses Performative, was in dem Film durch das Theater, was da hier, also ne, auch Volks, das ist tatsächlich Volkstheater, ja, weil das ist so richtig, so diese Unsinnssprüche und so weiter, also das ist da. Und es ist im Ansatz zumindest da. Allerdings, ich bin nicht ganz überzeugt. Also es ist sozusagen, es funktioniert so 80% für mich. Wobei jetzt auch ich wieder den Film, ich finde es auch interessant eigentlich, wie das ist mit den Filmen, mit Titeln anzuschauen, weil so viele Fehler da sind und so weiter. Also ja, deswegen, die Untertitel sind nicht so toll. Ja, so Respekt, was Sie da sozusagen auch gefunden haben. Und sie, also ich denke, sie wird sich da ziemlich freuen, die Vera. Ja. Vielleicht, wenn ich ganz kurz noch daran anschließen darf, derweil ich das Mikrofon nach oben trage,
um bei Bachtin anzufangen, die Rabelais wäre dann die Spur, nicht? Garganta und Pantagruel, das Fressen, das Scheißen und so weiter. Es hat auch was Barockes, was sie da macht. Und also ich meine, das erscheint auf Anhieb trivial, aber es ist so konsequent durchgezogen. Es gibt keine Einstellung in diesem Film, in der die Kamera nicht verkantet ist. Also die Kamera steht immer schräg, in irgendeiner Weise, oder sie bewegt sich und so. Und niemals steht sie einfach still und hält die Achse. Und ich kenne wenig Filme, und auf Anhieb fällt mir keiner ein, in dem jede einzelne Einstellung eine verkantete Einstellung ist. Und der andere Punkt noch, und dann bringe ich das Mikrofon hoch, was du jetzt gesagt hast, die Frage, wie mit dieser Männerkultur umzugehen ist, eine Reihe, die sich für mich jetzt abzeichnet, auch in den Filmen, die wir gesehen haben, ist, dass sie immer wieder männliche Künstler gewissermaßen nimmt als Partner, als Conduit, um etwas mit denen zu machen und manchmal auch, um die so um ihre eigene Achse drehen zu lassen. Das ist Hirschi Menzel in dem Ein bisschen schwanger. Es ist Forman in dem Porträt. Mhm. Sind auch alles natürlich immer alte Freunde und gute Bekannte. Es sind die beiden, oder es sind die Theaterleute hier. Es ist bei The Inheritance, es ist Herr Polifka. Polifka, der ja auch ein Volksschauspieler ist und dem sie gewissermaßen eine Bühne gibt, aber den sie dann auch instrumentalisiert für ihren Film. Also das ist ja immer so ein Kräfteverhältnis, dass sie den Leuten sagt, komm, wir machen was zusammen. Genau, ja. Und dann lassen die Sau raus und am Ende hat sie dann aber, she has the final cut. Nicht? Aber das ist auch teilweise gar nicht dann im Film, ne? Sondern es ist spielt sozusagen, spielt sich ab in der Realität, die man dann sozusagen, was man vielleicht unter Umständen eine Spur in dem Film findet, ist interessant, ja, also das ist schon interessant. Hat aber dann mit Film nicht so viel zu tun, das ist, finde ich, dann auch, es gibt ja sowas, wo man sagt, ja, manche Künstler verlassen dann das Medium und kümmern sich auch nicht so stark, also weil einfach teilweise manche Sachen, da hatte ich mir dann auch, das ist so schlimm und so schlechter Geschmack, also zumindest damals, vielleicht nicht, aber heute. Aber ich glaube, das spielt für sie nicht so eine große Rolle. Also sie ist auch tatsächlich, sie war ja auch sehr stark eben politisch dann doch engagiert und das war ihr dann, glaube ich, immer wichtiger. Also vor allem dann in den 90er Jahren. Also das finde ich eben auch, das merkt man hier auch, dass das kommen wird. Also sie ist, vielleicht kann man es so formulieren, sie ist an der reinen Form nicht interessiert. Genau. Ne? Also sie will nicht irgendwie sagen, ich mache jetzt meinen Kinostil und ihr müsst euch dem alle unterwerfen. Aber das ist eben auch Stilprinzip hier. Und das hat dann auch wieder was mit dem Populären zu tun, das sich um die Reinheit der Kunst auch nicht kümmert. Ulf, bitte. Ja, danke, Vincent. Deshalb finde ich auch die Formanalyse, wie sie bisher geäußert worden ist, ein kleines bisschen zu kleinteilig für das Objekt, mit dem wir es zu tun haben. Ich sehe übrigens auch keine Komödie, ich sehe eine Satire von vornherein, die dann ganz einfach den Modus ändert. Satire hat ja ganz viele Farben. Satire ist ja nicht nur brüllend lustig oder so, sondern kann ja tief und dunkel sein. Das ist da alles drin. Mich hat natürlich das AIDS-Motiv auch kalt erwischt. Was ich aber vor allen Dingen sehe, bis es kommt, ist ein Film, dessen zentrales und immer wiederholtes Motiv der Interruptus ist. Ja, also wir sehen ununterbrochen einen Mann und eine Frau zusammen im Bett und es kommt nicht dazu. Hm. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel, weil längst erwachsene Menschen bei ihrem Vater oder bei ihrer Mutter wohnen. und wenn die nicht stören, dann stören andere. Hm. Also der Reigen, wo sie sich scheinbar gegenseitig ablösen, ist eigentlich mehr ein Reigen der Störung. Und insofern ist natürlich die Message AIDS nach so viel Interruptus etwas erstaunlich. Was ich als allererstes erkenne, ist eine
total versoffene spätsozialistische Gesellschaft. Ja, also ich habe die DDR sozusagen sofort wiedererkannt. Ja, mein Cousin in Dresden und die Feste, als ich 14 war und das zuerst gesehen habe und mir erzählt wurde, dass sie auf der Arbeit ab 10 Uhr schon saufen. Und also unglaublich. Das widerspricht natürlich auch der Ausübung von Sexualität meiner Meinung nach in einem gewissen Sinne, sodass quasi diese ganzen Anbahnungen zu auch besoffen, um rumzumachen. Ja, die müssen ja quasi nicht klappen. Also die können ja gar nicht wirklich klappen. Und ich sehe gar keinen prinzipiellen Gegensatz zwischen Männern und Frauen, dass die Frauen zum Beispiel gar nicht die Objekte der Männer sind, also sagen wir mal genauso sehr wie andersrum. Das kann man an ihrer Eifersucht sehen. Ja, Eifersucht zeigt ja immer eine gewisse Tiefe. Die Frauen empfinden in gewisser Weise das, worum es geht, sogar noch tiefer als die Männer. Aber das heißt ja nicht, dass die Männer nichts empfinden. Also ich sehe eine Satire einer versoffenen, zu nichts fähigen spätsozialistischen Gesellschaft, bei der Arbeit und Privatleben, Sex und Zuneigung, aber auch das Gespielte, ne? Das ist ja eine Laienspieltruppe, wenn ich das richtig sehe, das Gespielte gegen das offizielle Gespielte, das Parteitags und so, wo das ganz harsch auf Bruch zueinander gebracht wird. Und das Ganze führt tatsächlich nicht zu einem komplett gelungenen Film, finde ich auch. Aber es ist natürlich frappierend, dass der überhaupt gedreht worden ist. Mhm. Also das ist auch etwas Fiktionales, kann ja ein Dokument sein in der Rückschau. Und das finde ich schon ziemlich schockierend, dass sie das gepackt hat, das zu schildern. Und zwar bevor es vorbei war und nicht im Nachhinein. Aber. Genau. Ich habe jetzt gerade über die Zeitstruktur und die Revolution nachgedacht. Tausend Schönchen ist ja in gewisser Weise ein Film über den Kater nach 68, der aber 66 gedreht wurde. Und der hier ist aber eigentlich mittendrin, nicht? Wo man gewissermaßen den letzten Zustand vor dem Zusammenbruch mitkriegt. Ja, gibt's. Willst du noch was sagen, bitte? Also ich wollte nur die Analyse jetzt auch nochmal, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, also wie das jetzt ist, beide Sachen, die gesagt wurden mit der Zensur, also das ist tatsächlich interessant, also mich fasziniert Zensur überhaupt insgesamt. Ich hatte ja in dem einen Zitat erwähnt, dass sie da offensichtlich, hieß es irgendwie, sie hätte herumgeschrien und dadurch erreicht, dass der Film was durchkommt. Kann auch sein, dass es eben dann, wenn man jetzt bedenkt, dass der Film eben nach Moskau auf das Filmfestival geschickt wurde, dass sie da irgendwas argumentiert hat, ja, dass das sozusagen dort eine größere Freiheit ist und in Moskau werden jetzt die ganzen interessanten Filme gezeigt und bei uns sind nur lauter irgendwie olle Kamellen oder so, ja, also das hätte schon durchaus sein können, dass sie das so durchgesetzt hat. Es ist natürlich auch so, jemand, der wusste damals 88, also Leute, die ein bisschen Ahnung hatten und eben zum Beispiel sahen, was dann in der Sowjetunion passiert, die haben sich natürlich schon vorbereitet. Ja? Da, aber der normale Mensch wusste davon sozusagen nichts und man merkte auch nichts. Aber diese Leute waren ja doch ein bisschen besser informiert. Und es ist eine interessante Frage. Und dann das mit dem Sozialismus, ich habe das auch beim ersten Sehen des Films, war das für mich das Entscheidende. Also dass es eigentlich eben um diese apokalyptische Phase geht, wo dann am Schluss eben sozusagen interessanterweise ja das Ende der Epoche dieser Tschechoslowakei wird sozusagen eigentlich aber mit dieser Katastrophe dieser medizinischen Katastrophe in eins gesetzt. Und es ist beides dann tatsächlich etwas,
Ja, es hat was Physisches, beides, ja, und was man weiß nicht, was kommt danach. Das ist ja das Interessante. Ich habe gestern im Fernsehen den Film gesehen über die Familie Brasch. Und das hat mich irgendwie tief berührt. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, der ist 3 Jahre alt. Und da geht es darum eigentlich, wie diese Braschs, also die aus der DDR teilweise waren und dann nach West-Berlin gekommen sind, wie die eigentlich zuerst sind sie in den Westen gegangen oder nach West-Berlin und dann sind sie an der Wende quasi zerbrochen, also die Söhne. Und ich denke, das ist ganz interessant, dass hier eben, wir wissen nicht, was ist mit dem AIDS, ja, also was wird das je, irgendwie wird das eine Heilungschance geben? Es gab ja diese damals nicht die Möglichkeit. Und hier fragt man sich dann eben, ja, was kommt? Was kommt in der Zukunft? Und gibt es für uns eine Zukunft nach der Wende? Ne? Also auch für die Vechitilova, weil für sie war eigentlich die Wende auch nicht gerade so positiv. Ja. Ich würde da doch auch nochmal widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Filmautorin uns sagen will, dass der Fall des Sozialismus von seiner Logik her in AIDS endet. Ja? Nee, ich glaube, das Wichtige ist, dass sie im Prinzip Protagonisten hat von einer Anti-Szene, von einer nicht staatskonformen Szene, die aber in keiner Form und nie hier zu Helden auflaufen, außer vielleicht partiell beim Skilauf oder so durch ihre Komik. Sie sind genauso versoffen und korrupt wie alle anderen auch. Ja, sie nehmen ja auch Bestechungsgeld und so weiter. Sie stehen überhaupt nicht außerhalb, sie sind auch nicht aufrecht. Auf die kann man in Zukunft genauso wenig bauen wie auf alle anderen auch. Aber gerade weil sie so ausgehöhlte Charaktere sind, ist das ja so shocking, wie sie in diese Krise hineingestürzt werden, also wie geschildert wird, wie sie hineinstürzen, nämlich als komplett unsolidarisch. Und das finde ich mit das Verwunderlichste, denn sofern ich die schwulen Communities gesehen habe in San Francisco und in West-Berlin, würde ich sagen, dass eben der Ausbruch von HIV ungeheure Solidaritätsschübe, aber nicht nur innerhalb der Szene, sondern weit darüber hinaus ausgelöst hat. Und davon, von diesen Techniken der Solidarität, hat sich dann die Heteroszene quasi was genommen. Das heißt, in einer irgendwie fairen und solidarischen Gesellschaft, wo sowas passiert, würde eine solche Gruppe, die, sagen wir mal, in doppelten Anführungsstrichen so viel Spaß gehabt hat, sich zusammenraufen und zusammen beraten, wie sie die eine Person durchbringen, die schwanger ist und HIV-positiv ist. Ja? Es wird ja auch noch falsch bezeichnet, sie hat ja keine AIDS, sie ist HIV-positiv. Ne? Es ist auch noch falsch, nicht zu vergessen. Ne? AIDS heißt es ja erst in dem Moment, wo es sichtbar wird. Also ich sehe das Satirische da sozusagen bis zum äußersten Ende geführt, aber mit der äußerst bitteren Einsicht, dass in dem Moment, wo sozusagen eine Sache kommt, die man nicht kontrollieren kann und die aber ins Zentrum ihres Vergnügens fällt, alle gegen alle sind. Aber das ist das Scheitern dieser Gesellschaft gleichzeitig. Also das ist aber parallel natürlich. Hm? Es entbehrt natürlich nicht der Ironie, dass das Hauptquartier der tschechischen Revolution auch eins von diesen Theatern war. Einfach die magische Laterne, nicht? Ja. Havels ja. Theater, da wurde die Revolution organisiert. Magik. Eine etwas anders aufgestellte Truppe. Also Theater spielt natürlich eine große Rolle und dann Havel und so, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen als als Beweger von und als, ja, auch wo man solche Sachen exerzieren kann oder trainieren kann, bevor sie dann wirklich stattfinden. Also auch das absurde Theater, das ist jetzt hier auch ein bisschen da, aber nicht so stark. Es ist vielmehr das ist Volkstheater, also tschechisches Volkstheater dieser Generation. Wer hätte das gedacht, ja. Es gibt ja den berühmten Brief von, oder jetzt in der Literatur über Schitilova auch bekannt gewordenen Brief, den sie Husak geschrieben hat, um wieder Filme machen zu können nach 68, 69 kam das Berufsverbot, wo sie dann sich selbst eben als brave Sozialistin darstellt und
gewissermaßen die Lizenz sich zurückzuholen versucht. Das ist natürlich auch eine Performance und eine Maskerade bei ihr, aber diese Passage aus der Kritik, die du zitiert hast, bezieht sich möglicherweise auf ihre, sagen wir mal, die Bereitschaft, diese Art von Performance zu leisten, um dann wieder einen Film machen zu können. Und eben deswegen würde es mich auch interessieren, was an Zensurakten da ist und was sie den Zensoren darüber erzählt hat, worum es in diesem Film wirklich geht. Die Leute, die für die Zensur zuständig sind, sehen nicht immer, was auf der Leinwand zu sehen ist. Ja, wer weiß, vielleicht ist auch einiges rausgestrichen worden. Kann auch was rausgestrichen worden sein und so, aber es wäre schon sehr interessant zu sehen, wie das lief und wie das durchging. Und, ja, bitte. Also, da kommt jetzt der Literaturwissenschaftler in mir durch. Es wird jetzt die ganze Zeit von Satire geredet. In dem Film selbst sagt ein Charakter, das ist eine Satire. So. Damit ist, glaube ich, der Begriff einfach unangemessen. Natürlich können wir umgangssprachlich den Begriff Satire verwenden. Wenn wir uns aber klassische Satiren angucken, und ich weiß, es gibt natürlich alle möglichen Schattierungen davon, im Prinzip kann man natürlich alles immer Ironie, Satire, bla bla reden, aber das ist eine Groteske. Und die Groteske ist auch historisch, wenn man sich das anguckt, schon bei den Römern und so weiter und so fort, immer mit dem Tod verbunden. Das ist das Mittel, das gewählt wird. Und was natürlich auch Rabelais, bla bla bla, Bakhtin, das ist das Thema eigentlich. Und ich glaube, das ist das Tolle eigentlich an dem Film, um mich zu wiederholen, eben nicht die positivistisch-westliche, scientifische Sichtweise auf das Phänomen AIDS, ja, sondern klassisch-tschechisch, so wie ich es von Schitilova kenne, sozusagen zu sagen, egal ob wir von diesen Idioten umgeben sind, den Deutschen und den Russen und so weiter und so fort, wir feiern das Leben. Ja? Und ich glaube, das ist etwas sehr Interessantes. Also das hat was mit Humanität zu tun und sozusagen nicht zu verzweifeln angesichts der Pandemie. Es gibt die Pest, die gezeigt wird in einem TV-Ausschnitt. Das ist wie der Vampirfilm, wo ja auch dieselben Schauspieler vorkommen, die auch gezeigt werden im Film. Das ist ja Trash, das ist ja Horror, der sozusagen nur noch der Ablenkung dient. Und das hat natürlich eine Angstlos ist da drin, aber die ist so schlecht gemacht, dass man es gar nicht mehr ernst nehmen kann. Und nur in der ersten Szene, wo die Tiere übereinander herfallen quasi, ist die wahre Aggression natürlich da. Das ist der einzige Moment der Gewalt im Film. Und die anderen Gewalttätigkeiten, die stattfinden, die Schlägereien, sind ja in sich lächerlich. Die kann man ja gar nicht ernst nehmen. Und das ist natürlich das Komische an dem Film. Wenn in dem Moment, wo er wirkliche Gewalt hineinbringen würde, auf der Handlungsebene, ging es natürlich baden. Dann wäre es nicht mehr komisch, dann wäre es auch kein Groteske mehr. Und das ist ja das Seltsame bei der Groteske als Form, dass sie sozusagen den Tod drin hat, aber nicht so sehr die Gewalt. Und also das nur so als Nebenbemerkung zur Thematik Satire, die in der Regel ja auch eher politisch ist und ganz andere Mechanismen, also nicht mit so starken Übertreibungsmechanismen arbeitet, sondern einfach eine Realität verdoppelt und dadurch schon lächerlich macht. Ja? Das ist ja ein Unterschied. Da kann ich nur zustimmen. Ich würde allerdings das alles jetzt, was Sie gesagt haben, würde ich eher in diese Richtung bringen wie Bohumil Hrabal. Ah, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und so, und den hätte ich jetzt nicht automatisch sozusagen mit Chitilova verbunden. Das ist sozusagen, weil ich halt auch eine Bohemistin bin und für mich ist das, die sind halt jetzt, sagen wir mal, die sind, wenn wir irgendwie so viel haben, dann sind die vielleicht so aneinander und für sie haben sie jetzt sehr eng, also diese beiden Kulturen sehr eng zusammengebracht. Es ist auch nur eine Detailfrage sozusagen, aber das, was ich ganz interessant finde, was Sie
erwähnt haben, ist das mit der Groteske, weil ich kann tatsächlich dann mit dem Begriff Groteske auch mehr anfangen als mit der Satire, weil es eben es gibt sozusagen diese, die Groteske hat ja sozusagen dann auch diese, zum Horrorfilm und so weiter, das passt dann alles zusammen. Und das Grotto, ne? Also diese Vorstellung irgendwie der Höhle und diese ganzen Sachen, also das ist, passt sehr gut, sogar besser vielleicht als andere Gattungen, wobei eben, es gibt ja da auch diese ganz interessanten Schauer, also diese Schauertricks, die ja zum Beispiel von Juraj Herz auch verwendet werden in seinen Filmen, also die Spalovac Mrtvol, also dieser Leichenverbrenner, ne? So heißt es deutsch, oder? Der Leichenverbrenner? The Cremator, ja. Bestatter, ja. Verbrenner, ja. Also aus dem Jahr, also 68 ist das auch, ne? Juraj Herz, das mit dem Mann, der seine eigene Frau da aufhängt in seinem Badezimmer. Und der ist aber Leichen, also wie auch immer, es spielt keine Rolle. Gut, und das ist sozusagen eben auch so eine ähnliche, so wirklich sehr dunkle, groteske mit, aber auch mit so leichter, melancholischer, irgendwie so Komik mit drin. Und das ist aber sozusagen, das ist eine Linie, die man sonst nicht mit der Chytilova verbindet. So, das macht aber nichts, weil es funktioniert trotzdem hier und offensichtlich ist eben sowohl das Karnevalesque, Groteske, als auch, oder lassen wir es mal so, nur das Karnevalesque, Groteske könnte eben den Tod so jetzt sozusagen wirklich darstellen wir hier sozusagen, er wird ja nicht dargestellt, aber er wird sozusagen angenommen oder wir müssen uns ihm stellen und deswegen schütten die da diese ganzen Chips auf ihn und machen da diese Kreuze und so weiter in dem Krankenhaus. Also und dann kommt diese Schwester halt und sagt schwach, mit schwacher Stimme, ja, aber er ist doch ernsthaft krank, ihr könnt ihn noch nicht hier und so weiter, aber sie können das eben schon. Und natürlich, das ist der Teufel mit den Hörnern. Das sind sozusagen dann tatsächlich einfach Figuren aus dem, was es auch immer ist, aus dem Fasching oder, ja, die eben hier jetzt am Nikolaustag kommen und eben auch die Leute versohlen. Ja, er wird ja versohlt mit der Rute und so weiter. Also, ja. Wir wissen aber interessanterweise, also ich glaube nicht, dass er AIDS hat oder positiv ist, der Mann im Krankenhaus. Er hat was anderes, so habe ich das verstanden. Er hat irgendeine Leberkrankheit oder sowas. Ja. Fettleber. Ja, Fettleber. Genau. Okay. Da wird er da auch abgeklopft. Zu der Groteske passt dann auch diese Interruptus-Logik, die Ulf so schön beobachtet hat und beschrieben hat. Ich hatte eben auch an Rabal eigentlich gedacht. Also sie hat ja einmal Rabal verfilmt in diesem Omnibus-Film aus den 60er Jahren, den wir im Sommer anschauen werden. Ich sehe schon auch gewisse Parallelitäten zu sowas wie »Ich habe den englischen König bedient«. Von der Tonalität her, wie irgendwie das Kassgewerbe, Prostitution und so geschildert wird. Ja. Und es gibt ja, ich sage das immer wieder, die heutige Tschechische Republik war der reichste und bürgerlichste Teil des KOK-Reichs. Ne? Und es gibt so etwas wie eine schräge Bürgerlichkeit, die sich dann hier doch immer wieder durchzieht. Und man hat auch so ein bisschen, also, sie haben ja gesagt, die sind umzingelt von den Deutschen und von den Russen und Katholiken, die sie nicht mögen und so. Und leben jetzt einfach mal weiter. Und es gibt schon so eine bürgerliche Haltung, von das sitzen wir jetzt halt aus, diesen Sozialismus. Nicht? Und das kommt dann da auch durch. Also die ganzen literarischen, künstlerischen
Referenzen mit historischer Tiefenschärfe sind absolut relevant hier, aber es gibt einfach so ein Substrat von schräger Bürgerlichkeit, nenne ich das jetzt mal, das dann doch immer wieder durchkommt. Also das ist halt auch sehr stark dann mit der Sprache verbunden. Ja. Alle Tschechen denken immer, man kann Tschechisch nicht übersetzen, weil so viele auch, es gibt halt diese offizielle Hochsprache und dann gibt es diese, das ist sozusagen kein Dialekt, sondern das ist eben so eine sogenannte Umgangssprache und Hrabal schreibt zum Beispiel eben oft in dieser Umgangssprache, die dann sehr gut irgendwie sozusagen markieren kann, wenn jemand volkstümlich sprechen will oder einfach, also wenn wir sozusagen als Freunde sprechen, dann spricht man dann in einem anderen Ton und das ist sehr stark markiert und das kann man eigentlich fast nicht, also das kann man nur sehr schwer übersetzen. Ich selber hatte mal vor, einen dicken Roman von Joachim Topol zu übersetzen und dann habe ich mich einfach entschieden, ich mache halt diese Umgangssprache, ich musste das dann nicht machen, Gott sei Dank, weil sonst bin fertig geworden, aber ich hatte mich einfach dann entschieden zu sagen, na gut, ich nehme halt Berlinerisch, weil das ist ein urbaner Roman, aber es ist eigentlich nicht richtig, es müsste was anderes sein, also das ist ungefähr so wie, ich weiß nicht, vielleicht sogar mit Schweizerdeutsch kann man vielleicht das vergleichen, wenn die Schweizer untereinander sprechen, dann sprechen sie natürlich, oder? No? Schweizerdeutsch? Ja, 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 genau. Und das sind dann aber auch geografisch sehr klar lokalisierte Dialekte. Gut. Also ich weiß jeweils auf 30 Kilometer genau, wo jemand herkommt. Das ist nicht so in Tschechien. Also das gab es mal so, aber es ist sozusagen, es gab dann trotzdem diese vom Prager Deutsch überlagerte Umgangssprache, die man eben bei Hrabal finden kann. Ja. Und die eben zum Beispiel, wenn man sagt nicht Dobrý den, sondern Dobrej den. Oder man sagt nicht, zum Beispiel das Fenster ist Okno und dann umgangssprachlich heißt es Vokno, also mit einem W vorne dran. Und wenn man, aber wenn zum Beispiel ein Parteimensch zu dem jungen Mann sagt, ja, irgendwie, wenn er jetzt mit ihm spricht und dann hängt er das W an, dann hat es sofort eine andere Färbung, dann heißt er will ihn entweder ein bisschen bullien oder er sagt jetzt, wir sind eigentlich auf einer Ebene. Also man kann all diese Sachen ausdrücken, gibt es natürlich auch auf Deutsch und so weiter, aber da ist es auch vielleicht auch durch die Gesellschaft, die eben auch so stark beeinflusst war sozusagen von dieser Parteisprache, da ist es dann oft ganz wichtig, sich davon abzusetzen und dann eben zum Beispiel auch sehr vulgär zu sprechen. Ja? Ja. So, also das ist hier schon alles drin und deswegen, ich hatte immer den Eindruck, der Film funktioniert nur für Tschechen und Tschechinnen und deswegen bin ich jetzt richtig erstaunt und eigentlich begeistert, dass es trotzdem auch funktioniert auf Deutsch. Ja, da gibt es eine gewisse Grundenergie. Ganz kurz eine Klammerbemerkung. Ich bin nicht Koreanist und kann nicht Koreanisch, aber soweit ich weiß, wäre das eine interessante Vergleichsgröße. Okay. Weil es im Koreanischen eben auch die Hochsprache gibt und dann die verschiedenen Abstufungen populärer Sprache und dann noch die regionalen Dialekte. Und so weiter. Und das, wie schwierig das ist, also das ist ein ähnliches Übersetzungsproblem, sieht man dann daran, ich habe in letzter Zeit sehr viel Wang Sok-yong gelesen, einer der großen zeitgenössischen Schriftsteller, und da sind immer mindestens zwei Leute dabei bei der Übersetzung. Also mindestens eine Koreanerin und Koreaner und jemand, der in der Zielsprache schreibt und aber auch Koreanisch kann. Und es wird trotzdem immer irgendwie signalisiert, das kriegen wir jetzt nicht hin. Weil die Nuancen, auch die Charakterisierung der Figuren, die soziale Platzierung über die Art und Weise, wie sie sprechen, so präzise ist, dass man das einfach nicht hinkriegt in einer linearen Übersetzung. Und das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Ja, vielleicht noch einen Punkt, also ich will es jetzt nicht zu lang machen. Der Punkt mit The Birds, Hitchcock, das kommt ja mehrfach vor. Und vor allen Dingen mit dem Raben, der in dem Lüster hängt. Der Witz ist ja, dass auch AIDS ja sozusagen eine Begegnung der Natur mit dem Menschen ist. Ja, die tödliche Natur, zu dem Zeitpunkt noch nicht beherrschbar, aber man kann sie sozusagen aussitzen. Und
das wird im Ende des Films ja auch nochmal aufgenommen. Da macht sie ja eben nicht sozusagen die verkantete schiefe Einstellung, sondern dann gibt es den Bird's Eye Viewpoint oder God's Viewpoint, wie immer man das nennen will. Die wegfliegende Kamera nennen. Genau, der ist ja auch sehr wichtig in The Birds. Und es bleibt ja sozusagen die Festung da stehen, die Stadt bleibt stehen, sozusagen. Während es in The Birds in der Regel so ist, dass man immer noch einen Teil des Meers sieht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, der Vergleich. Auf jeden Fall sind die Hütten, die dort stehen in The Birds, das sind ja recht einfache Holzhütten, sage ich mal, die sind nicht so städtisch, obwohl es da natürlich eine Tankstelle gibt, ja. Aber ich würde mal sagen, dass man Natur beherrschen kann, indem man sie auch aussitzt, sozusagen, ist der Fall. Und ich würde auch widersprechen, es gibt nicht nur unsolidarisches Verhalten dort. Es gibt diese Szene, wo der eine bärtige Mann auch sagt, ja, wenn ich dich nicht lieben würde, wäre das alles nicht so schlimm, bla bla bla. Ja. Also das ist nicht total unsolidarisch. Sicherlich ist es so, dass als Angriffspunkt, den man sich aussuchen kann, sozusagen als Filmemacherin, ist einmal natürlich die Partei da oder das System. Aber es gibt auch so etwas wie Natur, das in ihren Filmen irgendwie immer eine ganz seltsame Position hat, finde ich. Also es ist fast wie ausgeschlossen. Und das macht natürlich auch etwas sehr Theatrales aus. Also sie macht ja kaum Landschaftsaufnahmen oder sowas und versucht da irgendeine Art von Poetik zu entwickeln. Also zumindest von den Filmen, die ich gesehen habe. Ich mag mich täuschen, ich habe ja nur einen kleinen Teil gesehen. Aber das fand ich ganz interessant, auch in diesem Film, dass die Natur eigentlich auch feindlich ist. Beispiel auch dafür wäre zum Beispiel das Auto, das im Schneegraben landet und so weiter und so fort. Das ist ja feindliche Natur. Und also das nur so als Hinweise dazu. Der Solidarität, ich glaube, das hatten Sie gesagt, oben sitzend. Es ist so, das Interessante ist ja, das ist eine Männergruppe, die funktioniert. Und die drei, die halten zusammen wie Pech und Schwefel, das ist die Idee. Und die Frauen sind ja versprengt. Ja, sie sind sogar sozusagen, die müssen gegeneinander antreten. Und die Männer sind ja sozusagen hier diese Troika, ja, die sind ja, das ist sozusagen das, wovon jeder Tscheche träumt, dass er diese Freunde hat, mit denen er eben Bier trinken geht, wobei hier komischerweise, die trinken nicht Bier, sondern alles andere, also Becherowka, Fernet, immer schon gleich zum Digestiv, nicht? Seltsam, ja, also, ne, so, vielleicht war das irgendwie auch, weiß nicht, Product Placement, also ist es komisch. Ich meine, man trinkt schon dieses Fernet, aber nicht in dieser Form. Also gut, auf jeden Fall ist es halt so, dass das gefeiert wird und wir sinken da auch richtig hinein. Also dass wir finden, ja, also ja, die sind irgendwie wirklich ein tolles Dreiergespann. Und dann, das ist das, was sozusagen dann eben zersplittert. Und die drei sind ja dann nicht sozusagen eben solidarisch und die helfen sich auch nicht, sondern es wird ja dann tatsächlich, also es gibt ein Paar, und dann tanzt auch der Bärtige, tanzt mit der Jirgena im Park. Also es geht dann sozusagen in diese Paarrichtung. Nur der gute, ich weiß auch den Namen nicht, ja, mit den dunklen Augenringen, er sozusagen ist sozusagen mit dem Video oder mit dem Fernseher verheiratet. Aber es ist interessant, dass eben diese Paarbildung dann kommt und diese Männer, diese Gasthausseligkeit und was das alles ist, also der Stammtisch, das geht dann weg und das eigentlich auch das Theater dadurch auch, das war auch ein bisschen so, also diese ganzen, es gab ja da diese sogenannten Zimmertheater, also die waren legendär, die haben einfach in Wohnungen stattgefunden, Leute haben halt, das war schon, also sie wissen ja, in der Tschechoslowakei war es so,
doch so ähnlich wie in der DDR, dass also sehr viel einfach überwacht war. Und man musste einfach dann unter Umständen ausweichen auf Privatwohnungen. Auch das war gefährlich. Und man konnte da eben auch angezeigt werden und so weiter. Und dieser, also dieses Kellertheater, das war aber nicht so politisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das war eher so, auf Tschechisch gibt es da so ein Wort, Rezesse. Ganz seltsames Wort. Rezession ist nicht keine Übersetzung. Das heißt eigentlich so ein bisschen wie dadaistischer Quatsch. Und das war sehr stark in den 30ern. Also die sind auf dem Wenzelsplatz immer so wie auf einem Korso rauf und runter gegangen und haben unsinnige Sachen gesagt, wie zum Beispiel Lang lebe Kuttenberg oder so. Mhm. Auch auf Deutsch. Und in so langen Kleidern, so wie diese Pachukos, ja, diese mit diesen langen Sakkos, ja, also so, und das war diese sogenannte Rezesse-Kultur, und das ist so, das ist wie Dada, so ein bisschen Dada, aber das ist viel volkstümlicher und viel breiter, so, und das ist sozusagen diese ja, diese Nonsens und auch so ein bisschen so Limerick Kultur, das ist so ähnlich wie das hier, und das gibt es auch heute noch, aber das hat halt nicht mehr diese Bedeutung, weil, ja, das ist halt es hat nicht mehr sozusagen auch dieses Befreiende, weil natürlich die Gesellschaft, wie wir die da gesehen haben, die war auch so durchdrängt sozusagen von falscher Ernsthaftigkeit und was es auch immer war, dass man dann eben gesagt hat, ja, wir machen stattdessen eben Rezesse, wir machen Quatsch, also, ja, oder ja. Da oder irgendwas. Und das ist eben interessanterweise auch so eine Männer, wieder so eine, vor allem so eine Männerkultur, was ich ganz interessant finde, weil hier wird das durchaus authentisch abgebildet. Und die Frauen sind sozusagen Individuen, die dann jeweils eine Rolle spielen. Und im Übrigen, Sie haben auch gemerkt, es gibt ja hier sozusagen eine Frau, die offensichtlich aus einem Milieu kommt, was, also sie ist ja gefährdet, sie hat da diesen, sowas fast wie einen Schulzuhälter oder so, ja, also wir wissen es nicht so, sie versucht dem zu entkommen. Und wir haben ja dann auch diese eine Szene, wo eben eine Roma-Frau da irgendwie etwas sagt auch, ich weiß nicht, ob das jemand verstanden hat, ich kann nicht die Sprache verstehen, aber das ist eben, das war so auch eine Szene, die eigentlich, die man auch interpretieren müsste, ja, das war in dem Lokal. Ja, schwierig. Also man sollte eigentlich darüber reden, man sollte solche Szenen nicht einfach stehen lassen, weil Sie haben ja gehört, der alte Mann singt dann eben, ja, ich bin der Zigeunerbaron, ne? Ich bin der Zigeunerbaron und so weiter. Und das sagt er, dann zu der Frau in dem roten gepunkteten Kleid. Und das ist sozusagen, also man würde das heute wahrscheinlich sogar als irgendwie, weiß ich nicht, antiziganistisch sehen. Ich glaube, sie hat es damals sicherlich nicht so gesehen, sondern sie wollte, glaube ich, verschiedene Frauen zeigen, die sozusagen, die als potenzielle Partnerin oder Objekte für diese Dreier Männer für diese Troika da in Frage kommen. Und natürlich dann immer mit diesem HIV-Background, weil es dann vielleicht immer um Sex gehen soll. Wobei eben, wie gesagt, der Sex eigentlich tatsächlich nur stattfindet mit der einen Frau, die dann am Schluss angeblich eben angesteckt ist und schwanger. Ja. Ja. Das ist die einzige Vollzugsszene, die im Film vorkommt, die auch unterbrochen werden, genau. Ja, aber die flaggen und dann rennen sie mit der amerikanischen Flagge davon. Also dieses Mikrofon habe ich schon ausgeschaltet, denn es ist Mitternacht vorbei und ich glaube, wir müssen gehen. Zwei kleine Anmerkungen zum Abschluss. Volkstheater und Politik, da ich Südkorea erwähnt hatte,
Da gibt es eine Geschichte, dass die Demokratiebewegung sehr stark über Volkstheater organisiert wurde, weil das Militärregime war ja nicht minder repressiv als Nordkorea zu der Zeit oder der Staatssozialismus. Und die hatten eine sehr starke Anti-Gewerkschafts-, Anti-Organisationspolitik. Und die Demokratiebewegung hat sich dann gewissermaßen getarnt über Volkstheatervereine auf dem Land und hat da auch die Landbevölkerung organisiert über karnevaleske Aufführungen und so weiter. Also das ist eine Geschichte, die man auch mal in einer Weltkunstgeschichte repressiver Regimes nachgehen könnte. Und das Motiv mit der Landschaft, das finde ich ist eine interessante Frage. Sie ist eine Interieurfilmerin, sehr ausgeprägt, was auch gesellschaftliche, historische Gründe haben kann. Ich würde sagen, das ist eine Frage, die wir mitnehmen ins Sommersemester. Das war jetzt der Schluss des Wintersemesters. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir machen im April weiter. Wir haben noch 8 Termine. Und die vielfach in Aussicht gestellte Gesamtdarstellung des Programms, die wird auch tatsächlich in den nächsten Wochen kommen. Es wird auch eine Website gehen. Und da werden Sie dann sehen, wer noch alles kommt und welche Filme wir alle noch auf dem Programm haben. Bleiben Sie uns gewogen. Einstweilen ein gutes Frühjahr. Wir sehen uns hoffentlich im April wieder. Bis dahin.